Hallo und willkommen bei lifetech.de. In diesem Video werden wir uns mit dem BIOS beschäftigen. Die Abkürzung BIOS, welche die Firmware eines Computers bezeichnet, setzt sich aus den Worten Basic Input Output System zusammen. Übersetzt bedeutet das grundlegendes Ein- und Ausgabesystem. Das BIOS ist auf einem nicht überschreibbaren Speichermodul gespeichert, welches sich auf der Hauptplatine bzw. dem Motherboard befindet. Das bedeutet, egal was mit eurem PC passiert, der BIOS ist immer als Sicherheit da. Somit habt ihr eine extra Sicherheitsstufe in eurem PC eingebaut. Es ist das System, welches den PC zunächst auf seine Funktionsfähigkeit testet und anschließend die nötigen Schritte einleitet, um das Betriebssystem zu starten. Die meisten von euch werden das BIOS mit einem kaputten PC in Verbindung bringen. Dies liegt daran, dass wenn der PC nicht hochfahren will, immer das BIOS erscheint. Ohne das BIOS, welches das Betriebssystem startet, wäre der PC nur ein großer Haufen Schrott. Beispielsweise kann ein neues Betriebssystem über den BIOS installiert werden. Außerdem kann der Prozessor übertaktet werden, damit der PC schneller läuft und weitere Voreinstellungen können unternommen werden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Teilt dieses Video mit euren Freunden und vergesst nicht, mich zu abonnieren, so könnt ihr meine wöchentlichen Videos verfolgen. Das war lifetech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.